Willkommen zur Einheit 2.4 des Digitize MOOC. Anja Eder und ich, Dimitri Brandner, werden Ihnen in diesem Abschnitt das Thema der Paradigmen und die unterschiedlichen philosophischen Zugänge zu sozialwissenschaftlicher Forschung präsentieren. Die folgenden Ausführungen beruhen auf der Annahme, dass empirische Forschung in den Sozialwissenschaften durch zwei zentrale Komponenten geprägt ist. Auf der einen Seite gibt es die philosophisch-epistemologischen Zugänge und auf der anderen Seite die konkreten empirischen Methoden. Während das Thema der Methodenpluralität auch in anderen Disziplinen zu finden ist, stellt die multi- oder auch polyparadigmatische Ausrichtung eine Besonderheit der sozialwissenschaftlichen Forschung dar. Entsprechend werden wir uns in den kommenden Minuten mit diesem Phänomen auseinandersetzen und dieses Phänomen mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Polyparadigmatik bedeutet, dass grundlegend unterschiedliche, aber gleichberechtigte Annahmen über die Ziele von sozialwissenschaftlicher Forschung existieren. Diese Annahmen sind entscheidend darüber, welches Forschungsdesign und welche Forschungsmethode zur Anwendung kommen kann. Obwohl die epistemologischen Grundannahmen für Forschungsprojekte oftmals nicht explizit formuliert werden, sind sie grundsätzlich im Hintergrund jeder Studie zu finden und sind zentral dafür, dass gute Forschung durchgeführt werden kann. Je transparenter diese Darstellung erfolgt, desto konkreter können Dritte, also Studierende, andere Forschende, Lehrende, nachvollziehen, warum eine bestimmte Forschung qualitative, quantitative oder Mixed Methods Ansätze verfolgt. Grundsätzlich kann in den Sozialwissenschaften, den Ausführungen von Creswell und Creswell folgend, von vier epistemologischen Strömungen gesprochen werden. Diese sind als postpositivistisch, konstruktivistisch, transformativ und pragmatisch bekannt. Die erste Richtung, über die ich spreche, die postpositivistische Forschung, stellt auch die traditionell bekannteste Form von Sozialforschung dar. Sie wird üblicherweise mit quantitativen Forschungsmethoden in Zusammenhang gebracht. Die Formulierung von Postpositivismus impliziert, dass die positivistische Annahme, dass es eine absolut immer gültige Wahrheit geben könnte, abgelehnt wird. Aber es wird eine deterministische Annahme verfolgt, dass probabilistische, also wahrscheinlichkeitsbasierende Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung existieren, die man überprüfen kann. In Studien, die diesem epistemologischen Ansatz folgen, geht es also darum, dass theoriegeleitete Modelle gebildet werden, die vereinfachte Formen der Realität abbilden und anhand von Daten, die von Forschungsobjekten gewonnen werden, also Personen, Nachrichtenbeiträgen, Fernsehserien, überprüft wird, ob eine Regelhaftigkeit in diesen Modellen gegeben ist. Ein Beispiel dafür wäre, inwieweit das Interesse an Politik mit der Häufigkeit, Nachrichten zu rezipieren, in Zusammenhang steht. Konstruktivistische Ansätze verfolgen im Gegensatz dazu die Ansicht, dass Individuen aufgrund ihrer Erfahrung mit und in der Gesellschaft bestimmte Einstellungen und Meinungen entwickeln, also konstruieren. Forschungsarbeiten in diesem Bereich versuchen, diese Ansichten auf den Grund zu gehen und die Pluralität, also Vielfältigkeit von Einstellungen und Meinungen, die in einer Gesellschaft existieren, zu verstehen. Forschung unter diesem epistemologischen Zugang ist meist mit qualitativen Methoden durchgeführt worden und wird damit durchgeführt. Es steht nicht das Erklären von Entwicklungen im Vordergrund, sondern ein verständnisorientiertes Argumentieren und Auseinandersetzen mit den Forschungssubjekten. Ein Beispiel für diesen Zugang ist es, nachzuvollziehen, welche Positionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber ihren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen entwickeln und welche Schlüsselereignisse dabei identifiziert werden können und auf welche Art und Weise diese beschrieben werden. Die folgenden beiden epistemologischen Zugänge sind nicht so eng mit methodischen Paradigmen verknüpft wie die bereits illustrierten postpositivistischen und konstruktivistischen Ansätze. Dabei möchte ich als erstes über den pragmatischen Zugang sprechen. Dies ist stark kontextbezogen und positioniert das Forschungsproblem und nicht den normativen oder theoretischen Zugang in das Zentrum der Forschungsleistung. Es werden Handlungen und die Konsequenzen von Handlungen untersucht und nicht die Werte oder Einstellungen,
die entsprechende Handlungen herbeigeführt haben. Die Forschungsmethode für ein Projekt, das einen pragmatischen Zugang hat, ist entsprechend flexibel und wird nach den Zugangsmöglichkeiten zu den Daten ausgewählt. Eine beispielhafte Fragestellung für diesen Zugang könnte sein, ob die Erhöhung eines Strafausmaßes für das Sprühen von Graffiti zu einem Rückgang von abweichenden Verhalten in der betroffenen Region führt. Die transformative Perspektive auf Forschung versucht sich gar von der postpositivistischen Perspektive abzugrenzen und verfolgt oftmals Fragestellungen, die marginalisierte Gruppen betreffen und entsprechend politische und soziale Gegebenheiten in die Forschung involviert. Diese Fragen könnten mit einem Fokus auf Strukturen und Regelhaftigkeit nur begrenzt besprochen werden. Bei der transformativen Perspektive gibt es entsprechend keine einheitliche Form oder einen dominanten Zugang bezüglich der Forschungsmethoden. Vielmehr stellt sich eine themenzentrierte Herangehensweise als zentrale Möglichkeit heraus und man versucht, Policy- oder politikrelevante Ergebnisse zu generieren. Entsprechend folgen Forschungsprojekte mit dieser Orientierung einem stärker normativen Zugang zu Forschung. Exemplarisch kann hier folgendes Beispiel genannt werden. Man kann sich damit beschäftigen, welche Maßnahmen geeignet sind, um die Stigmatisierung von Personen, die bestimmte Krankheitsbilder haben, mindern und somit deren Lebenssituation verbessern würden. Ja, neben diesen vier erkenntnistheoretischen Grundpositionen gibt es in den Sozialwissenschaften zwei große methodische Paradigmen. Das ist zum einen die quantitative Sozialforschung und zum anderen die qualitative Sozialforschung, die auch oft als interpretative oder rekonstruktive Sozialforschung bezeichnet wird. Zum quantitativen Paradigma zählen spezifische Methoden, wie zum Beispiel Umfragen mit vorwiegend standardisierten Fragen bzw. Antwortmöglichkeiten, aber auch strukturierte Beobachtungen oder auch quantitative Inhaltsanalysen von zum Beispiel Textmaterial. Qualitative Methoden sind zum Beispiel qualitative Interviews unterschiedlichster Formen, Gruppendiskussionen sowie auch Beobachtungen und Ethnographie. Quantitative und qualitative Methoden unterscheiden sich nun wesentlich hinsichtlich ihres Erkenntnisinteresses und ihrer Zielsetzung sowie hinsichtlich ihres Strukturierungsgrads und Umfangs. Während das Ziel der quantitativen Methodik, mit Weber gesprochen, darin besteht, soziales Handeln zu erklären, ja auch ursächlich zu erklären, ist das Ziel des qualitativen Paradigmas, soziales Handeln deutend zu verstehen, also in die Tiefe gehend auch zu verstehen. In der quantitativen Methodik wird sehr stark standardisiert vorgegangen. Das heißt zum Beispiel, dass allen Befragten exakt dieselben Fragen und Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, während hingegen in qualitativen Interviews auch spontane Ad-hoc-Fragen gestellt werden können. In diesem Sinne sind in der quantitativen Sozialforschung auch die Forschungsfragen und Hypothesen in der Regel sehr früh im Forschungsprozess festgelegt und gewissermaßen auch unveränderlich im Forschungsprozess. Dementgegen werden die Forschungsfragen in der qualitativen Forschung oftmals im Forschungsprozess flexibel weiterentwickelt. Ja, mehr noch, es wird die gesamte methodische Vorgehensweise oftmals, wie wir sagen, an den Gegenstand kontinuierlich angepasst. So ist es auch erforderlich, dass die Begriffe in der quantitativen Sozialforschung vorab klar und eindeutig definiert sind, während in der qualitativen Sozialforschung üblicherweise eine große Offenheit gegenüber Unterschieden in sozusagen sinnhaften Verwendungsweisen, ja, wie etwa eine unterschiedliche Bedeutung von Begriffen für Befragte gewahrt wird. Herbert Blumer hat dies bereits in den 1950er Jahren auch als sogenanntes sensibilisierendes Konzept bezeichnet. Quantitative Methoden verfolgen auch oft das Ziel, Aussagen über eine größere Population treffen zu können. Zum Beispiel Aussagen über die Bevölkerung eines Landes. Da es zumeist nicht möglich und sinnvoll ist, alle Personen aus einer größeren Population zu befragen oder auch alle Zeitungsartikel zu einem Thema zu lesen, wird in einer systematischen Art und Weise eine Stichprobe
aus der Grundgesamtheit gezogen. Von dieser Stichprobe, zum Beispiel einer mehrfach geschichteten Zufallsstichprobe, wird dann auf die Grundgesamtheit geschlossen. Das heißt, es werden Aussagen in einem statistischen Sinne generalisiert, verallgemeinert. Auch in der qualitativen Sozialforschung werden Fälle systematisch ausgewählt. Nur haben wir es in der Regel mit deutlich kleineren Stichproben zu tun und es ist auch nicht das Ziel, dass in einem statistischen Sinne Aussagen verallgemeinert werden. Die theoretischen und praktischen Kriterien zur Fallauswahl können sich zudem wiederum an den Gegenstand auch angepasst im Lauf des Forschungsprozesses verändern und auch verfeinert werden. Ja, hier sehen Sie nun ein Beispiel einer standardisierten Messung aus dem standardisierten Fragebogen des International Social Survey Programs, wo wir sehen können, dass in einer geschlossenen Frage die Zustimmung zu einer zuvor formulierten und unveränderbaren Aussage anhand einer fünfstufigen Antwortskala und einer Kann-ich-nicht-sagen-Antwortkategorie gemessen wird. Allen Befragten wird diese Frage in derselben Form gestellt. Und hier sehen Sie nun die standardisierten Ergebnisse anhand von Prozent Zustimmung zur zuvor formulierten Aussage in Österreich und in Tschechien im Zeitverlauf. Diese Daten wurden anhand von großen Zufallsstichproben mit deutlich mehr als 1000 Befragten in den jeweiligen Ländern erhoben, was für die quantitative Sozialforschung durchaus typisch ist. Ja, und hier sehen Sie ein Beispiel aus der qualitativen Sozialforschung, einen Auszug aus einem qualitativen Interview in der Form eines wörtlichen Zitats eines Befragten. Aus dieser Ergebnisdarstellung geht zum einen hervor, dass Fragen sehr offen gestellt werden und bewusst eine Erzählung provozieren. Zum anderen lässt sich erkennen, dass die Ergebnisse individuelle Erzählungen, die eben nicht standardisiert sind, beinhalten. Diese Lektion hat aufgezeigt, dass es unterschiedliche Zugänge zur Bearbeitung sozialwissenschaftlicher Fragestellungen gibt. Zentral sind dabei methodologische Entscheidungen und epistemologische Grundpositionen. Wir haben in diesem Vortrag über vier grundlegende Strömungen der Wissenschaftsphilosophie gesprochen und wir sind auf die postpositivistische, konstruktivistische, transformative und pragmatische Strömung eingegangen. Darauf aufbauend wurde das quantitative und qualitative Paradigma der Sozialwissenschaften vorgestellt. Dieser Input wird uns helfen, in der nächsten Lektion über quantitative und qualitative Methodologie zu sprechen und die darauf aufbauenden Forschungsabläufe besser zu verstehen.